Kevin Kane ist 50 Jahre alt und leidenschaftlicher Republikaner. Die andere Seite des Parteienspektrums, die überzeugten Demokraten. Einer von ihnen ist der 45-jährige Chris Moore. Ein Republikaner und ein Demokrat? Kann das funktionieren? Ja, die beiden sind seit 6 Jahren miteinander verheiratet. Ich glaube, ich habe niemals gezweifelt, dass es funktioniert. Wir haben ähnliche Werte. Na klar, unterscheiden wir uns bei einigen politischen Grundsätzen, aber die Werte gleichen das mehr als aus. Außerdem haben wir uns ja verliebt, und das ist das Entscheidende. Partnerschaft über Parteigrenzen hinweg, das ist in den USA selten geworden. Als sich die beiden vor 14 Jahren kennenlernten, schien das noch viel selbstverständlicher. Kevin und Chris wussten schon bei ihrem ersten Treffen, wo der andere steht. Über ihre Arbeit hatten sie sich im politischen Washington kennengelernt. Ihre Visitenkarten verrieten indirekt ihre Parteienzugehörigkeit. Natürlich gibt es heute trotzdem Auseinandersetzungen. Ja klar, wir streiten uns auch über politische Themen. Vor allem, wenn du versuchst, den anderen zu nerven, was ja manchmal in einer Ehe vorkommt, dann ist das toll. Aber eigentlich wissen wir, wo die Grenzen sind und übertreten sie nicht. Beim Thema Waffen sind wir wohl am weitesten auseinander. Wir hatten schon einige Diskussionen, keinen Streit. Wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Schon bei 2 Präsidentschaftswahlen war Kevin beim Nominierungsparteitag der Republikaner. 2008 sogar als Delegierter, als John McCain aufgestellt wurde. Zur selben Zeit ging Chris von Haustür zu Haustür und machte Wahlkampf für Barack Obama. Ihre Partnerschaft stellte das aber nicht auf die Probe. Wir waren schon eine Weile zusammen. Die ganzen Unterhaltungen über politische Themen waren nichts Neues oder Unerwartetes. Ich glaube, wir respektierten einfach die Wahl, die der andere getroffen hatte. Chris ist sehr stolz auf seinen Mann, denn auch bei diesen Wahlen ist Kevin Delegierter. Aufgestellt war er für Marco Rubio. Nachdem nur noch Donald Trump übrig ist, überlegt Kevin aber, sein Amt abzugeben. Falls er fährt, wird Chris ihn begleiten. Eine Partnerschaft über Parteigrenzen hinweg, für die beiden etwas völlig Normales.